auch wie das Gericht auf VW zugegangen ist und sehr deutlich gemacht hat, Leute, das wird teuer für euch, macht einen Vergleich. Hier werdet ihr möglicherweise, naja, wahrscheinlich sogar verlieren. Hallo und willkommen beim YouTube-Kanal der Kanzlei Dr. Stoll und Sauer. Mein Name ist Ralf Sauer, ich bin Rechtsanwalt, Geschäftsführer und Mitinhaber der Kanzlei. Ihrer Kanzlei im Abgasskandal. Ja, heute berichte ich voller Freuden von der zweiten mündlichen Verhandlung in der Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG beim Oberlandesgericht Braunschweig. Dieses Verfahren führen ich und der Herr Dr. Stoll ja zusammen mit zwei Kollegen aus Köln, Rogan und Ulbrich, in der Rus Litigation, und in dieser Rechtsanwaltsgesellschaft vertreten wir den VZBV. Das Verfahren geht darum, dass eben 400.000 Betroffene in etwa ihre Ansprüche angemeldet haben. Und für diese 400.000 Menschen stehen wir stellvertretend vor Gericht. Das Verfahren war sehr spannend, und zwar in erster Linie auch deswegen, weil das Gericht am Anfang zunächst einmal nur die vertraglichen Ansprüche gegen die Volkswagen AG, also gegen den Hersteller der Motoren, geprüft hat. Das war eigentlich noch nicht so ganz spannend. Richtig spannend wurde es aber dann in der zweiten Hälfte der Verhandlungen, denn da ging es um den Kern, nämlich darum, ob VW tatsächlich eine sittenwidrige Schädigung gegenüber den im Register angemeldeten Personen vorgenommen hat und ob dafür dann auch Schadensersatz zu leisten ist. Und ja, das Gericht stellt durchaus in Aussicht, dass VW selbst in Braunschweig, das wäre ja was völlig Neues, beim Oberlandesgericht Braunschweig hier verurteilt werden könnte. Das Gericht hat also durchaus die Volkswagen AG geradezu dazu gedrängt, einen Vergleich zu erwägen und entsprechende Verhandlungen mit dem Bundesverband dann aufzunehmen. Das sind sensationelle Nachrichten, und wir waren tatsächlich völlig von den Socken auf. Wie sehr dann das Gericht, der Richter Neef, die Volkswagen AG in diese Vergleichssituation ja schon fast gedrängt hat. Da muss man schon sagen, das kann man eigentlich fast gar nicht anders interpretieren als, wir gewinnen das Verfahren. Und das ist, denke ich, die beste Nachricht schlechthin. Jetzt sind wir mal gespannt. Bis zum 31.12. soll VW hier die Vergleichsverhandlungen aufnehmen und sich entsprechend dann äußern. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier schon demnächst etwas erfahren werden, und sobald ich etwas berichten kann, ich bitte hier auch um Verständnis, wir sind natürlich der Vertraulichkeit unterworfen und können erst dann etwas berichten, wenn auch tatsächlich das von der Gegenseite freigegeben wurde, denn Vergleichsverhandlungen sind nun mal vertraulich zu führen. Aber ich werde natürlich dann berichten, wenn wirklich etwas Berichtenswertes vorliegt und ich es natürlich auch aufgrund des Standes der Vergleichsverhandlung dann auch berichten darf. Tja, wenn kein Vergleich zustande kommt, dann wird es wohl sehr wahrscheinlich im Februar, März nächsten Jahres weitergehen zu einer dritten mündlichen Verhandlung, und dort wird dann wohl sehr wahrscheinlich auch sehr zeitnah dann ein Urteil gefällt. Das heißt, über Jahre wird dieses Verfahren sehr unwahrscheinlich gehen, wie an vielen Orten eben auch berichtet wurde. Wir gehen davon aus, dass das Verfahren im März erledigt sein wird. Wir werden weiterhin berichten. Diese guten Nachrichten wollte ich allerdings jedem mitteilen, der es hören will. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, Ihr Ralf Sauer.